Hey, 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 hallo, hallo. In Yiyang, Yiyang. Das Texas des Ruhrklotzes, auf dem wir uns ja immer noch befinden. Wir haben gerade ein Multiwerkzeug abgesahnt, was hervorragend ist. Juhu! Ui. Alter, ernsthaft? Oh. Ach, wir haben so eine käselige Schildplatte wieder. Pass mal auf. Kohlenstoff kriege ich an jeder Ecke. So, und Plutonium. Ja. Gefahrenschutz, hier kommen Schildplatten. Auch super. Die Startschublöse. Da, Plutonium. Und den Bergbaustrahl. Plutonium. Wir haben Plasmawerfer, das ist gut. Wir haben einen Scanner, wir haben eine Analyse. Aha. Ah ja, okay. Theta Bergbaustrahl wird verstärkt. Kampfverstärker, Kampfverstärker. Lass mich mal gucken. Der Kampfverstärker Omega. Na, super. Das ist ja schon mal ganz cool. Right. Scheißvieh. Hatte ich da hinten nicht irgendwie, Gesundheit? Ja, hatte ich. Alter, Alter, Alter. Ach, Gesundheit brauche ich gar nicht. Ist ja Schild, ne? Ist ja Schild. Ach, herrje. Das funktioniert auch nur genau einmal. So, jetzt lass mich aber nochmal gucken. Kupfer, Heridium, Eisen, gelben Seiten. Ja, das, wie gesagt, also diese ganzen Kampfdinger da. Vielleicht aber schon sinnvoll, oder? Ich meine, gerade wenn ich da irgendwie Scanner Chrysonit. Okay, eigentlich nutze ich den ja eh nicht. Strahlenintensivierter Theta. Strahlenfokus, das hätte ich gern. Chrysonit. Plutonium und Platin. Okay, Platin ist jetzt nicht so. Brauchen wir den erstmal. Jetzt können wir schon mal relativ gut diese Viecher abräumen, wenn sie kommen. Aber ich habe jetzt... Jetzt habe ich vergessen, wo das war. Irgendwo habe ich... Phasenkühlmittel Sigma. Da brauchen wir ein Überbrückungsschiff. Wollen wir das machen? Wollen wir das machen? Mir ist noch nicht klar, nach was ich suchen soll. Ich glaube, ich nehme jetzt mal wieder einen Außenposten. Ist nicht wahr. Also, was halt wirklich ein bisschen lächerlich ist, wenn das das ist, wenn wir uns hier gerade selbst entdeckt haben nochmal. Und das ist mir in der letzten Aufnahme auch schon aufgefallen. Ich glaube, wir sind auf diesem Planeten jetzt wirklich schon zu lange unterwegs, denn... wir finden nur noch ganz wenige neue Sachen, obwohl es die natürlich gibt. Graben bereits bekannt. Vielleicht ist es wirklich an der Zeit, weiter zu fliegen jetzt. Dass ich das mal sagen würde. Aber ich muss jetzt noch zwei Sachen machen. Ich habe hier noch Emeril gesehen. Da werde ich natürlich hingehen. Nee, da werde ich nicht hingehen. Falsch, da werde ich hinfliegen.
Da werde ich hinfliegen. Ja, dann nehmen wir Gold mit. Ist okay. Komm, Plutonium nehmen wir auch mit. Jetzt haben wir aber wirklich gleich Himmelgesäß und Nägern. Wir sind jetzt, was Plutonium angeht, glaube ich, doch relativ voll. Lass mich hier in Ruhe. Eieiei, so. Da hinten müssen wir hin. Haben wir noch genug Eisen? Ist das Eisen? Das ist Eisen. Diese ganzen... Oh, noch mehr Gold. Ich muss ihn ja nicht unnötig reizen, ne? Jetzt habe ich gerade schon wieder gedacht, der hat auf mich geschossen. Moment, wir waren... Hier waren wir drin, oder? Hier waren wir drin. Also, wir sind tatsächlich zu lange auf diesem Planeten und das hat mich dann auch... zum Glück habe ich es nicht gemacht. Daran erinnert, dass ich vielleicht... Dass wir vielleicht doch jetzt mal wieder den Planeten... Was heißt wieder? Haha. Dass wir doch nun endlich mal den Planeten wechseln sollten. Was ich nämlich auch gemacht habe... Die Framerate droppt halt gerade wirklich irgendwie. Keine Ahnung, ob das mit dem Grafiktreiber zu tun hat. Weiß ich nicht. Wir fliegen jetzt Emeril abbauen, würde ich sagen. Bevor wir das tun, versuche ich mal kurz noch ein bisschen Plutonium rüberzunehmen. Plutonium haben wir nämlich wirklich viel. So. Zack. Die Lebenserhaltung. Was haben wir denn? Kohlenstoff. Dann kann ich jetzt auch hier noch Kohlenstoff reintun. Haben wir noch irgendwo irgendwas anderes, wo ich wenig von habe? Oh, wir haben so viel Plutonium. Werde ich vielleicht einfach ein bisschen was entsorgen gleich. Nein, falscher Knopf. Beziehungsweise, nein, ich wollte hier noch das Tamium mitnehmen. Alles super. Also, rein ins Schiff. So, und da drüben war Emeril. Und da waren da nicht irgendwie noch zwei Knubbel irgendwie? Hm. Bauen wir erstmal den ab. Bauen wir jenen ab und dann fliegen wir noch irgendwie eine Abschiedsrunde und dann geht's in den Himmel vielleicht. Boah, dieses die ganze Titan, das macht mich auch fertig. So, was haben wir denn jetzt? Emeril? Chrysonit. Chrysonit, das müssen wir kaufen. Plutonium habe ich hier oben noch. Oh, ich muss was wegwerfen, wirklich. Diese Ausdauersteigerung, zerlegen, 10 Eisen, 10 Kohlenstoff. Ne, die ist eigentlich ganz cool, die möchte ich gerne erstmal behalten. Das Gragra. Emeril haben wir 5 Stacks jetzt. Komm, das Plutonium tun wir weg. Da wir gerade die Stabtruppdüse benutzt haben, können wir das Plutonium noch da reinkippen, was wir noch haben. Dann habe ich zumindest erstmal wieder ein Stack. Ja, du solltest aber lieber mal woanders langfliegen. Ah, ich habe dieses Kühlsystem natürlich jetzt nicht mehr in dem Multiwerkzeug. Ihr seht, dass das jetzt viel weniger lang braucht, bis es heiß ist.
Das kann ich auch zufällig nicht gerade bauen, oder? Das Kühlsystem. Wo ist denn das Kühlsystem? Scan, Granaten, Projektil, Laser. Kühlmittelsystem Tau. Ist das alles, was ich habe? Das Tau? Wahrscheinlich. Dann hatte ich das wahrscheinlich eben auch. Gut, ich habe nicht genug Iridium. Bin eher auf der Suche nach Iridium. Hatte ich mich schon dran gewöhnt in den paar Minuten, die ich es hatte. Jetzt muss ich wieder mit diesem Ding hier zurechtkommen. Na gut. Hier fliegen gleich die Löcher aus dem Käse. Jetzt geht sie los und zur Polonaise von Blankenese. Und so weiter und so fort. Arx. Ja, nun habe ich also vielleicht demnächst ein Joystick hier stehen und ein Sportelsystem. Da bin ich ja mal gespannt. Das Ding ist, ich habe hier eigentlich überhaupt keinen Platz für sowas. Ja, ich spiele hier an meinem Rechner, der eigentlich meine Workstation ist und an der ich täglich arbeite. Und da brauche ich auf dem Tisch hier wirklich kein Joystick und kein Sportelsystem. Mal sehen, was der Jens mir da schickt. Ich glaube, das ist sein altes. Er hat sich, glaube ich, ein besseres gekauft jetzt. Dann bin ich ja mal gespannt. Hoffentlich lässt sich schnell auf- und abbauen. Und hoffentlich ist Jens nicht enttäuscht, wenn ich sage, hier, hör mal. Danke für Elite Dangerous, aber hör mal, irgendwie ist das Spiel... Ich und das Spiel, wir haben uns auseinandergelebt. Ach. Tja, wo kriege ich denn jetzt? Speicherplatz her. Eisen, komm. Weg, Eisen haben wir hier überall. Kann ich mir immer wiederholen. Wobei, wenn wir den Planet verlassen, wahrscheinlich gibt es auf dem nächsten nicht ein Eisen. Schauen wir mal. Leute. Was? Aber nicht für Emerald, oder? Da habe ich da jetzt irrtümlich was anderes abgebaut. Wahrscheinlich da hinten nicht, ist bestimmt Eisen, ja. Ja, ich hatte auch in dieser, in der fehlenden Session, als ich dann gemerkt habe, dass die Aufnahme nicht funktioniert hat, habe ich ja letztes Mal erzählt, habe ich aus Frust dann Emerald abgebaut und ich hatte, glaube ich, 10 Stacks am Ende. Und das war schon ein ganz schönes Bild im Exo-Anzug. Einfach 10 Stacks Emerald. Hat dann auch wirklich gut Geld gegeben. Aber ändert natürlich nichts an der Tatsache, dass ich... Ich will jetzt nicht sagen, 2 Stunden umsonst gespielt habe. Aber irgendwie zumindest umsonst geredet habe. Und tatsächlich hat das an dem Tag angefangen mit den Halsschmerzen. Das waren so die Vorboten der Erkältung, die ich jetzt ausbade. Und mit der ich jetzt hier sitze. Ach, da oben, genau, da wollte ich noch hin. Mit der ich jetzt hier sitze und eben das aufnehmen muss. Was heißt muss? Macht ja schon Spaß. Yeah, ich muss heute Abend leider noch
noch No Man's Sky spielen, weil ich sonst mit den Folgen möglicherweise... Hä? Hä? Ich habe doch gerade Emeril gesehen. Habe ich nicht gerade Emeril gesehen? Klar habe ich Emeril gesehen. Also macht schon Spaß hier zu sitzen. Aber ich muss auch noch packen für morgen. Ich bin nicht lange weg, wie gesagt, nur eine Nacht, deshalb ich werde relativ schnell packen können. Aber ich muss halt auch noch packen. Und ich muss ins Bett gehen und so. Ich werde nicht brutal früh abreisen. Oh, hier, was ist denn mit der Frame Rate los, Leute? Das ist aber gerade echt nicht toll. Was habe ich denn gemacht? A, B, C, D, E. Ach scheiße, der meint das ernst. Also, Plutonium, bevor wir es wieder wegwerfen. Startschubdüse, Plutonium und Bergbaustrahl, Plutonium. Und welches Plutonium war das jetzt? Plutonium, das da. Und sobald die Gitterboxen vom Scanner weg sind, ist die Framewelt zwar immer noch beschissen, aber nicht mehr ganz so beschissen. Ich werde nach der Session hier mal die Grafik umstellen, ganz kurz. Und mal gucken, ob das was bringt. Nach der Session, nach dieser Aufnahme hier. Also ihr müsst euch jetzt bitte noch damit abfinden, dass es beim Emerald-Abbauen ein wenig ruckelt. Da hast du einen 980 Ti, ja? Und dann ruckelt dieser Krempel auch noch. Da kannst du dir auch nicht ausdenken. Wozu habe ich denn dann so eine Grafikkarte? Wahrscheinlich lief es in der ursprünglichen Version mal flüssig und dann die sie veröffentlicht haben bei No Man's Sky. Ja, wir haben irgendwie den optimierten Grafikfilter nicht mit veröffentlicht. No Man's Sky, das haben wir ja... Das habt ihr wahrscheinlich jetzt sowieso schon alle mitbekommen. Das hatte ich... Darüber habe ich auch kurz gesprochen in der letzten In The Missing Session. Es wurden ja Ermittlungen eingeleitet gegen No Man's Sky, beziehungsweise gegen Steam und gegen Hello Games. Wegen, umgangssprachlich formuliert, irreführender Werbung. In den Werbe... Oh, eine Kiste. In den Werbe... Werbeversprechen. In den Werbespots wurde so die Ansicht eines Reddit-Users, der diese Klage eingereicht hat. Braucht man eigentlich so viel Tamium? Das können wir doch stacken irgendwie. Ja, schau. Wurden irgendwelche Sachen angekündigt, die dann hier in dem tatsächlich veröffentlichten Spiel nicht zu finden sind. Ich persönlich kann das gar nicht so genau sagen, was da jetzt angekündigt wurde oder was ich für einen Eindruck hatte, weil ich kenne diese Werbespots erstens nicht. Und zweitens bin ich erst wieder Spieler, seit es dieses Spiel gibt, aber nicht wegen des Spiels, sondern das war einfach so eine zeitliches Zusammentreffen, das aber nichts miteinander zu tun hatte, so temporal, aber nicht kausal. Also ich habe auf dieses Spiel nicht gewartet, nur als ich gesehen habe, hey, ich habe jetzt einen Rechner, mit dem ich spielen kann, was gibt's denn für Spiele, bin ich auf dieses Spiel aufmerksam geworden, bei Gronkh im Let's Play, wegen dem ich dieses Let's Play ja tatsächlich auch so ein bisschen mache. Er hat seins ja aufgehört, was No Man's Sky angeht, aus genau diesem Grund ein bisschen dünn das Spiel, absolut repetitiv, du musst ständig das gleiche machen, nämlich
Emeril abbauen. Ganz vereinfacht gesagt. Musst du wahrscheinlich gar nicht. Aber die Planeten sind wohl tatsächlich gar nicht so unterschiedlich. Also wenn du jetzt irgendwie 10 weitere Planeten hast, gesehen hast, dann hast du die gleichen Rohstoffe gesehen, dann und so weiter und so fort. Also die Langzeitmotivation war für ihn nicht da. Deshalb hat er aufgehört. Wie gesagt, ich bin da relativ unempfindlich. Inventar voll. Gut. Jedenfalls, es gibt Ermittlungen wegen irreführender Werbung. Da werde ich jetzt nicht anhalten. Die Frage ist jetzt, ob wir wirklich ins All fliegen. Ich bin, glaube ich, nicht so gut ausgerüstet, was Waffen angeht. Also mein Schiff ist nicht so gut ausgerüstet, was Waffen angeht. Deshalb würde ich tatsächlich ganz gerne noch eine Handelsplattform besuchen. Da ist wieder Emeril. Nehmen wir den noch mit? Oder fliegen wir noch bis zur... Ne, nehmen wir nicht mit. Da ist auch noch Emeril. Wie gesagt, hier ist so viel Emeril auf diesem Planeten. Für mich stellt sich die Frage, wir kennen ja jetzt nur einen kleinen Bereich dieses Planeten. Ach komm, wir fliegen mal da lang, weil das so schön aussieht. Wir kennen nur einen ganz kleinen Bereich, über den wir geflogen sind, dieser Planet an sich. Einmal drum rumfliegen, bist ja eine Weile unterwegs. Die Frage ist, ob auf der anderen Seite des Planeten das genauso aussieht. Ich fürchte leider schon, aber es wäre natürlich ganz schön, wenn es nicht so wäre. Wenn es so ein bisschen wäre wie bei der Erde. Klar, laufen da irgendwie Menschen rum, die haben auch Häuser. Oh, da ist ein Anzug. Eine Anzugerweiterung, die nehme ich natürlich mit. Aber vielleicht hast du da nicht Emeril an jeder Ecke. Weil ich meine, dass das am Anfang ja nicht so gewesen wäre. Also so viel Emeril haben wir jetzt auch nicht gehabt am Anfang. So, jetzt könnt ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen, was so ein Anzugplatz kostet. Der kostet nämlich mittlerweile 310.000 Credits. Weil wir da wirklich schon viel von gefunden haben. Ich glaube, hier speichere ich jetzt. Sonst bums. Hier speichere ich jetzt. Dann gucke ich mir mal die Grafikeinstellung an und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also morgen. Bis dahin, macht's gut und ciao mit V.